Recht herzlich willkommen zur 165. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind im Zentrum. Wir hatten letztes Mal eine Testgeschichte gemacht, die wir weiter fortführen wollen. Da oben ist der Autosave. Gehen wir mal ein bisschen runter. Irgendwo ist ja das Normale dann auch. Das war die Testkapsel. Die laden wir mal. So, die war nicht stark genug. Der Versuch hier war ja auch nicht so der richtige. Dralo hatte mir geschrieben, ich sollte auf jeden Fall noch die Batterie, Batterie nicht, sondern das, den weg, den dran. So, und Testlabor. Also müssen wir mal höher. Das war jetzt verkehrt gelaufen. Ach so, die Solarzellen brauchen wir dann auch nicht. Das runter und ein Science Labor, den Junior. Den soll ich auf jeden Fall mitnehmen, hat Drago geschrieben. Und dann hat er geschrieben, die Sparkle Funken wäre das richtige Triebwerk. Das ist dies. Dann probieren wir das doch aus. Können aber, so wie ich sehe, das machen wir mal so, so tief runter. Die Landebeine können wir dann auch höher setzen. Hat er da auch, glaube ich, was zugeschrieben, dass man da mehr nehmen soll oder so, ne? Ich weiß gar nicht mehr. So, passt es. Ach so, jetzt haben wir hier das Teil, das müsste dann noch da oben. Zum Aussteigen war das, ne? Also zoomen wir gerade ein bisschen ran. Okay, das reicht dann nur bis da. Dafür müssten wir ein paar Tritte dann haben. Ist das hier? Nein, wo sind denn die Tritte dann? Hier, hier ist die Geschichte. So. Dann würde das funktionieren. Leiter wieder einfahren. Batterie ist weg. Ja, Fallschirm machen wir einen. Ja, ein Ingenieur, der macht das und repariert das, hat der Dralo geschrieben. Wenn ich jetzt einen Ingenieur mitnehme, habe ich keinen Piloten. Der hat dann SAS, der Pilot kann das, sonst kann das keiner. Dann müssen wir das einbauen noch, oder wie ist das? Wir nehmen mal einen Wissenschaftler, tauschen den um. Und dann müssen wir noch einen SAS einbauen. Wo war das? Kupplung, ne. Führen und steuern. Das war das. Wo geht das hin? Da geht das hin. So, dann kann der auch lenken, glaube ich, ne, oder? So, Schwerpunkt von der Kiste müssen wir auch nochmal gucken. Und ist ziemlich hoch, ne? Reicht der Treibstoff für viele Sprünge? Ist die nächste Frage, ne? Warte mal, machen wir mal das. Kann ja sein, dass der nicht in der Mitte ist. Schwer zu beurteilen, ne? Ja, müssen wir gucken. So, Junior haben wir, das haben wir alles. SAS brauchen wir zum Steuern. Runter geht auch. Können wir nochmal, ich bin am Überlegen, ob wir einen größeren Tank brauchen, ne? Aber wir nehmen erstmal den. Okay. Ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Landebeine haben wir, das ist alles erstmal gut. Antenne haben wir da, gut. Ich denke, wir probieren das einfach mal aus. Ne, nicht öffnen. Abbrechen. Speichern, da ist richtig. Und dann gucken wir, ob wir mit Martha da in die Luft kommen, wenn die Sparkelfunken das klappen soll. Schauen wir mal. Ich meine, habe ich die nicht gehabt? Ich weiß es nicht. So, SAS, volle Leistung.
Ja, sieht gut aus, oder? Ach, hier Gruppe haben wir nicht gemacht, müssen wir noch machen, sonst ist unser Fallschirm gleich wieder mit geöffnet. Das wäre nicht so gut, ne? So, mal da. 3, 2, 1, go. Irgendwie klebt die Kiste dran, ne? Das war es wohl nicht. Okay, fehlgeschlagen, würde ich sagen. Können wir Triebwerk ausmachen, bringt nichts. Martha macht mal gerade noch eine Eva. Kann Martha noch einen Bericht machen? Nö. Bodenprobe. Jo, da gibt's noch was. Dann Experiment behalten. Dann Board. Hier können wir auch noch mal kurz gucken. Drehmoment ein aus. Lichter an. Okay. Ruhebericht. Nix. Ja, okay, das war jetzt dann wohl fehlgeschlagen bis auf 2,3 Science-Punkte, die wir hier gerade geholt haben. Ja, gut, wir sind also nicht abgehoben. Naja. Dann da nochmal rein. Müssen wir die Kiste verstärken, ne? Dass es besser wird. Ja. Triebwerk. Triebwerk. So, das war die. Die Sparkle hat einen Schub im Vakuum 20 und hier 16,87. Brauchen wir ein bisschen was mehr. Das ist zu viel. Das ist etwas weniger. Okay, die könnte man noch zusätzlich vielleicht anbringen. Müsste man überlegen. Das ist zu viel. Alles zu viel. Ja. Das wäre die nächste Stufe, aber ich glaube, die ist etwas größer. Monotreibstoff, okay, das brauchen wir so. Ah, haben wir den Treibstoff da noch drin, ne? Ja, den können wir auf jeden Fall rausnehmen. Jetzt ist die Frage, wie viel Gewicht ist das? Aber ich glaube, das ist jetzt kein Unterschied, ne? Das ist, war schon jetzt besser dann, aber. Ja, das Ding ist riesengroß, ne? Das kriegen wir da gar nicht runtergebaut. Das bedeutet, wir machen mal das hier. Das Vierfache, oder? Ja, ich glaube, mit Vieren sind wir da gar nicht so schlecht unterwegs. Zoomen mal rein. So, ne, oder? Nicht ganz, ich glaube, da sitzt es besser, ja. Gut, dann probieren wir das Ganze damit aus. Müssen hier nochmal neue festsetzen. So, das da rein. Fallschirm ist klar. Gut, okay. Dann haben wir das. Speichern. Und starten, oder? So. Was stand da jetzt? Kein. Ich habe doch eins eingebaut. Ich habe doch da eins eingebaut. Dann nochmal zurück, bitte. Ja. Hä? Hab ich was Falsches eingebaut? Was ist das hier? Reaktionswege. Okay. Ist das der oder was? Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Das ist ein großes, okay. Das ist unser Reaktionswähler, oder? Ach, das liegt definitiv an Martha, ne? Ja, funktioniert dann nicht so ganz, wie wir das, was wir vorhaben, oder?
Naja, dann müssen wir halt so landen, mit dem Piloten, ne? Ada, tut mir leid, aber du durftest eine Bodenprobe nehmen. Und er muss dann doch nochmal dahin. Dann nehmen wir doch einen Piloten mit, oder? So, das haben wir alles verbessert. Speichern wir nochmal und fliegen dann hoffentlich in die Höhe mit diesen vier zusätzlichen Triebwerken da dran, ne? So, SAS geht auf jeden Fall an, weil wir jetzt einen Piloten haben. Das ist richtig. Und dann machen wir jetzt mal schon den Start, aber gehen mit dem Schub dann langsam hoch, weil ich nicht genau weiß, wie gut das Ding ist. Oh, Vollgas, ja, aber läuft nicht. Funktioniert nicht. Warte mal, mit Z jetzt Vollgas. Hä? Oh, wir kommen jetzt doch tatsächlich hoch, weil der Schub auf einmal kommt. Respekt. Fliegen wir mal so. Drehen die ganze Kiste rum. Ich glaube, wir nehmen mal Schub weg, weil wir wollen ja gar nicht mehr hoch. Höhe reicht schon. Oh oh. Wir dürfen nicht zu viel Schub wegnehmen, wie wir gerade merken. Okay. Okay. Wir müssen jetzt mal anders fliegen. Ich glaube, das mit dem Landen wird schon schwierig. Ich glaube, das wird nichts mehr. Wir haben auch schon ganz wenig Dingens. Ich glaube, wir sind schon so weit, dass wir gleich mal da hinten die Marke dann noch annehmen. Wir haben ein bisschen Gewinn wegen Fallschirm raus und so. Und das müssen wir dann auch machen, ne? Ja. Jetzt wird es gerade ein bisschen schwindelig, aber wird wohl werden, ne? Jetzt würde ich noch gerne nach da hinten kommen. Geht das noch? Dann kriegen wir diese Landmarke da noch mit, oder? Das ist nur nicht zu viel, sonst klappt das gleich mit dem Wingens nicht. Kommen wir da rüber? Gute Frage, ne? Aber gleich ist das Zeug auch schon alle. Treibstoff. Interessanter Schluss. Wo kein Saft mehr da war. Macht das Puff. Krass, oder? Ja, grobe Recht geht der hier. Bringt nichts. Okay. Von der Marke sind wir leider noch weit weg. Überhaupt? Sehr weit sind wir nicht gekommen. Bräuchte mal einen größeren Tank, aber größerer Tank bedeutet wieder mehr Gewicht, bedeutet wieder ein größeres Triebwerk dann. Müssen wir wohl machen. So. Warnung, okay. Dann geht das halt nicht. Machen wir nur zweimal. Ja. Zwei Meter noch. Dann landen wir. Gut. Das müsste aber eigentlich funktionieren, ne? Die Landung, oder? Die Beine haben es nicht ausgehalten, ne? Aber geht gerade so.
Hubericht von hier geht. Das ist unser Weltraumzentrum, wir sind zu Hause, cool. Da. Türen öffnen. Frachtraum ansehen. Interessant. Machen wir auch noch. Daten überprüfen. Na okay. Türen schließen. Hier. Kriegen wir da auch noch Daten? Ja, sehr schön. Barometer. Protokollieren, sehr schön. Temperatur. Auch mitnehmen, passt. Haben wir. So, nochmal aussteigen, oder? Eva. Jetzt gibt das Ding um. Okay, Glück gehabt. Also, das ist noch das Alte. Unser kleiner Mannequin braucht noch einen Eva-Bericht, der auch sehr erfolgreich ist. Übernehmen wir. Probe nehmen, passt auch. Dann ist es das. Dann machen wir ein Board. Und dann recovern wir, oder? Ich glaube, ich habe alles, ne? Geht hier noch oder habe ich schon? Bericht prüfen haben wir schon. Gut, dann boarden wir. Haben wir zwei Beine Verluste. Haben aber 31 Wissenschaftspunkte jetzt hier zusammengekriegt. Beziehungsweise 2,3 hatten wir, glaube ich, vorher weniger, ne? Ja, ist doch schon mal was. Okay, gut. Fertig. Läuft, ne? Okay, das gleiche machen wir nächste Folge. Wir müssen auch gucken, was wir da noch verbessern können, damit wir hier noch diese ganzen Dinge abfliegen und da noch Punkte sammeln. Naja, da hinten haben wir den Punkt nicht erreicht, der da irgendwo war, aber naja, da ist er, glaube ich. Gut, dann danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.